Segen, Gottes Segen. Und so begrüße ich euch im Namen der Liebe, im Namen des Lichtes. Und ich sage zu euch Segen, denn ihr lebt in einer besonderen Zeit und auf diese habt ihr euch vorbereitet. Ihr wolltet zur Erde kommen und ihr wolltet eine große Verwandlung des Äußeren miterleben. Und ich sage euch, tief in eurem Inneren ist bereits alles vorbereitet. Und ich sage euch dazu, macht euch keine Sorgen. Im Inneren wohnt die große, mächtige Gegenwart Gottes. Und sie kennt den Weg. Ihr werdet durch die Energie der Meditation, aber auch der Worte, die an euch gerichtet sind, in das Licht und in eure Quelle geführt. Und es ist jetzt der Beginn einer Zeit, in der viele Menschen die Möglichkeit haben, über Altes hinauszuwachsen. Es ist eine Zeit, eine Phase gegeben, in der Menschen die Möglichkeit haben, sich von den Bindungen zu lösen, welche sie seit langen Zeiten begleiten. Und Menschen werden gerufen. Das heißt, dass das Wort des Herzens an die Menschen gerichtet wird und sie die Möglichkeit haben, ihrer inneren Quelle zu folgen. Und dieses Wort, das wird in euch selbst erkennbar sein. Denn ihr werdet erkennen, dass in euch eine Kraft eure Energie lenkt, die immer wieder zu euch zurückkehrt, auch wenn ihr euch zwischendurch ablenkt. Doch sie kommt wieder und sie sagt euch, was für euch gut ist. Und da gibt es die Stimme des Herzens, die für euch deutlicher wird. Und in dieser Stimme des Herzens liegt die Wahrheit für euren Weg. Die Wahrheit einer ganzen Menschheit. Das ist die Wahrheit, die aus der Gottgegenwart den Menschen zuteil wird. Und die Menschen erkennen nach und nach, welchem Ruf sie folgen wollen. Aber ich sage euch, nicht alle wollen dem Herzensruf folgen. Sie werden ihn abweisen. Doch es wird immer mehr Menschen geben, die danach trachten, ihr Inneres kennenzulernen. Und durch diese Menschen wird vermehrt die göttliche Kraft treten. So seid ihr jetzt in einer Vorbereitungszeit darauf, dass ihr die Kraft zulasst, um euer Leben zu ordnen, um das loszulassen, zu beseitigen, abfallen zu lassen, von dem ihr selbst wisst, dass ihr es nicht mehr braucht. Denn es soll in eurem Leben die Freude sein. Es soll die Anbindung an das Innere eure Quelle sein. Und die Anbindung, sie wird eure Führung sein. Und ihr könnt darauf vertrauen, dass diese Anbindung nicht nur in euch selbst stattfindet, sondern auch in anderen. Weltweit werden Menschen von der göttlichen Kraft erreicht und berührt und geliebt. Und sobald die Menschen erkennen, dass sie von einer feinen Kraft durchströmt werden, die aus ihrem Innersten aufsteigt, erkennen sie die Liebe an. Und so viele Sorgen werden abfallen. Auch jetzt machen sich Menschen Sorgen. Doch es ist für die Menschen gesorgt, die in ihrer inneren Kraft angebunden sind. Denn es wird zu ihnen kommen, was nur durch die Liebe zu ihnen kommen kann. Zum einen ist das die Stärke, zum anderen ist das der Blick. Es ist das Erkennen und Sehen, wie der Weg weitergeht. Viele können diesen Weg nicht weitersehen und sie fürchten sich.
neben all dem, was derzeit auf der Erde geschieht und für euch erkennbar ist, ist die Liebe euch besonders nah. Und das ist ein großer Trost für viele Menschen, denn viele wissen nicht, wie sie den Weg gehen sollen. Aber die Kraft wird kommen. Und es ist auch für euch, für jeden Einzelnen, eine sehr große Möglichkeit gegeben, durch das offene Tor der göttlichen Gegenwart in die Freiheit zu gelangen und eine große Kraft zu erleben. Diese Freiheit wohnt in euch. Sie schenkt euch Frieden und das werdet ihr daran feststellen, dass ihr euch immer weniger über das Äußere aufregt, über Menschen ärgert oder Missstimmungen beobachtet. Ihr werdet feststellen, dass die größere Kraft in euch der Friede ist. Wer im Frieden ist, ist seinem Herzen ganz nah und empfängt den Strom des Segens, der den Weg leitet. Manchmal muss das, was schwierig ist, sich auch in der äußeren Welt auftun. Und es wird bis an einen für euch schwierigen Punkt geschehen, sodass ihr immer noch unsicher seid, aber doch das Licht überwiegt. Und das Licht euch sagt, diese Unsicherheit kommt nicht aus Gott, sondern aus der Umgebung. Und das werdet ihr lernen zu unterscheiden. Ihr seid hier und da in eurem Leben unterschiedlich herausgefordert und das hat euch bereits geschult. Schlussendlich sage ich euch, kommt es nur darauf an, dass ihr in der inneren Anbindung seid und die Kraft eures Herzens beobachtet, denn ihr geht den Weg der Erhöhung. Immer mehr Menschen werden derzeit gerufen. Auf der geistigen Ebene versammeln sich Abermillionen geistige Wesen zu Gebeten für die Menschen. Sie beten und schicken Licht, aber auch Heilung, damit Menschen die Stimme der göttlichen Gegenwart erkennen und ihr folgen. Und es wird so lange diese Gebetskraft ausgeschickt, solange die Menschen die Möglichkeit haben, dieser Kraft zu folgen. Und es wird in euch eine große Kraft sein, die euch besucht. Und davor sollt ihr euch nicht fürchten. Wohl ist euer persönliches Selbst, das Ego, hier und da im Vordergrund. Aber durch die Liebe wird alles gelindert und ihr werdet über die Grenzen eures persönlichen Selbstes hinausblicken und groß in eurem Herzen sein und mutig der Kraft der Liebe folgen. Und zu eurem Leben sage ich, ihr werdet Menschen begegnen, mit denen ihr über das Licht, über die Liebe, über die göttliche Gegenwart sprechen könnt. Dort sollt ihr sprechen. Sprecht die Worte, die aus der Ruhe kommen. Diskutiert nicht, sondern sprecht das aus, was ihr aus der Ruhe empfangt. Und es werden die Worte sein, welche die Menschen annehmen können. Denn ihr sollt Menschen nicht überzeugen wollen vom Licht. Das Licht soll von euch ausgehen, und das wird Menschen dazu anregen, Fragen zu stellen. Und die Kraft, die aus der Liebe kommt, wird auch von den Menschen erkannt, wenn ihr ruhig seid, friedlich bleibt und aus der Weisheit heraus die Dinge anschaut, werden die Menschen erkennen, so werdet ihr gefragt. Und dadurch wird sich in vielen etwas auftun,
die jetzt noch nicht wissen, dass in ihnen ein großes Licht wohnt. Denn die Mehrheit der Menschen weiß es nicht. Sie kennt das Licht nicht, das in ihnen wohnt. Und weil es um die Erweckung des Lichtes, wie auch der göttlichen Seele geht, werden all diese äußeren Herausforderungen zugelassen. Und ihr, die ihr bereits um das Licht wisst und es sucht, nach Liebe verlangt und sie wünscht, werdet ebenso in diesen Herausforderungen sein, weil ihr die Kraft habt, in der Ruhe zu sein und durch die Liebe geführt zu sein. Sucht nicht im Außen, nur dort, wo es euer Herz berührt. Doch nicht zu viele Informationen von außen aufnehmen, denn sie werden euren Verstand beunruhigen. Und ich darf euch sagen, dass alles, was auf der Welt geschieht, so geschehen muss und es richtig ist. Und doch haben Menschen die Möglichkeit, die innere Stimme zu erhören und vielem zu entgehen, das in ihrem Inneren sonst Unruhe bewirken würde. Viele können durch die Anbindung an das Göttliche vielem wesentlich milder begegnen und dadurch in ihrer Kraft sein und unerschrocken sein. Und das möchte ich auch im Namen vieler geistiger Wesen an euch herantragen, dass hohe Lichtwesen und auch Wesen von anderen Zivilisationen bereits hier auf der Erde sind und um die Erde herum und sich hier und da zeigen. Und dies geschieht beabsichtigt in einer Weise, wie die Menschen es annehmen können, sodass auch in eurer Öffentlichkeit darüber berichtet wird und die Existenz dieser hohen Lichtwesen und Außerirdischer anerkannt wird. Das ist derzeit alles in Vorbereitung und so werden die Menschen auf den Weg geführt, der sie für diese Ebene öffnet und empfänglich macht. Ihr könnt jetzt schon erahnen, was dies in der Konsequenz bedeutet, dass so vieles in das Bewusstsein der Menschheit gelangt, was jetzt noch undenkbar ist. Doch eure Erde und eure Gesellschaft wird in einigen Jahrzehnten nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist. Sie wird sich sehr verändern. Und da es Kräfte gibt, die dagegen wirken, ist für euch die Anbindung an die göttliche Quelle, die Quelle, die euch mit der Energie versorgt, die ihr braucht, sodass ihr immer mit eurer Seele in Verbindung seid, denn eure Seele ist eure Göttlichkeit. Sie ist die Quelle des Lebens. Durch sie empfangt ihr das ausstrahlende Licht. Und je mehr ihr die Seele in euch ansprecht, spürt ihr auch diesen klaren Weg, der für euch gegeben ist. Und es werden Menschen in euer Leben treten, die für euch wichtig sind und ihr werdet sie erkennen. Ihr spürt es an der Liebe, ihr spürt es an der Kraft, ihr spürt es, weil von euch und wie von anderen etwas ausgeht, das euch verbindet. Und ihr sollt diese Verbindungen über das Menschliche stellen und darin die geistige wirkende Kraft sehen, die geistig stärkende Energie, die euch alle zueinander führt. Denn es sind derzeit auf der Erde überall Seelen inkarniert, die auf diesen großen Wandlungsvorgang vorbereitet sind und darauf warten, zu erwachen. Und so wird es, wenn ihr die Erde von einer größeren Entfernung her anschaut,
ein großes Erwachen geben, das weltweit geschieht, sodass Menschen sich für das Licht und für die Liebe öffnen. So könnt ihr sehen, wie Licht auf der Erde über aller verschiedenen Kontinenten, wie ein Sternenhimmel zu leuchten beginnt. So ist die Erde übersät von Menschen, die sich für dieses Leben vorbereitet haben. Und Gott sieht durch den Menschen. Und jeder Mensch, der immer wieder in der Lage ist, sich in der Liebe einzufinden und die Quelle in sich anspricht und sie über alles stellt, das heißt, die Liebe zum Göttlichen aufsucht, der wird mit seinem Herzen sehen und dessen Augen werden von Gott geführt. Und die Stimme wird aus der göttlichen Gegenwart gelenkt. Daher lernt ihr, ruhevoll mit Menschen zu sprechen, ruhevoll durch euch geschehen zu lassen und nicht ebenso unruhig, verängstigt und verunsichert zu sein, wie es viele Menschen sind, denn diese verschließen sich vor ihrer Quelle, weil sie es nicht anders wissen. Doch ihr geht mit dem Licht voraus. Und das ist die Mission, die derzeit auf der Erde manifestiert wird. Es benötigt noch etwas Zeit. Und es werden diese Kräfte so stark auf der Erde verankert, so dass sie die führenden Kräfte sein werden. Und es wird in euch, und das soll euch nicht verwundern, die Inspiration für euren Lebensweg kommen. Achtet mehr auf eure Intuition und folgt eurer Intuition. Dann, wenn ihr an einen Menschen denkt, wenn ihr einen Impuls habt, etwas zu tun, geht dem nach. Geht in das Licht. Es werden euch die Menschen im Geiste erscheinen und auch die Situationen, die zu eurem Leben gehören. Und ihr lernt darüber, mehr eurer Intuition zu folgen. Und oft fürchtet ihr euch davor, nicht erkannt zu sein, nicht gesehen zu werden, aber auch zu wenig geliebt zu sein. Doch das ist ein großer Irrtum. Denn wie sollte die liebende Gegenwart Gottes nicht lieben können? Ihr seid alle geliebt. Und die Liebe ist ein großes, mächtiges Band, das sich durch die Herzen webt und alle miteinander in Verbindung hält. Sorgt füreinander und seid füreinander da. Seht euch als geistige Geschwister, als Seelengeschwister, die hier zu dieser Zeit auf der Erde leben. Und diese Zeit ist sehr kostbar. Lebt daher die große Liebe, nicht nur die persönliche. Geht über das Persönliche immer mehr hinaus und seht, je mehr ihr diese Schritte aus euch selbst heraus mutig begeht, werden die Kräfte des Lichtes die führenden Kräfte sein. Und dazu gehört es, dass ihr auch für die Menschen betet und ihr euch den Engeln anschließt, die für die Menschen ebenso beten. Ihr werdet dann diese geistige Energie, die von den Engeln bereitgestellt ist, leichter aufnehmen können. Das ist auch zum Wohle für euch selbst, für euren eigenen Weg, für euer eigenes Leben, um Altes loszulassen, aber auch so, dass das Licht viel stärker durch euch wirkt und ihr euch weniger durch das Äußere beeindrucken lasst. Es geschieht nichts, ohne dass das Göttliche es erlaubt. Das soll euch bewusst sein. Und das bedeutet, dass das, was in eurem Leben ist und auf der Welt geschieht, einen tiefen Grund hat, denn die Kräfte wollen sich erlösen.
Die Menschheit lebt noch nicht aus der Kraft, die ihr zusteht. Und so wenig Menschen sind es noch, die sich ihrer vollkommenen Kraft bewusst sind und aus diesem Gewahrsein leben. Ihr lebt noch sehr stark aus euren Gefühlen und Emotionen, weil ihr dies gewohnt seid und es schon seit Jahrtausenden übt, durch die äußeren Kräfte zu leben. Die neue Zeit ist die, dass ihr viel mehr aus dem Herzen lebt, aus der Ruhe und aus der Stärke, die in euch lebt. Und diese innere Stärke, die in euch existiert, lässt euch erkennen, wer ihr seid. Die Gebete werden somit nicht nur anderen eine Hilfe sein, die ihr für alle Menschen wünscht, sondern auch für euch selbst. Ihr werdet dadurch an den Strom des Lichtes angeschlossen. Und beten bedeutet, einen Moment still zu sein. Spürt dabei in euch hinein. Dann sprecht die Worte, die aus dem Herzen kommen. Sprecht zu Gott und wünscht aus Gott die Kraft, die Liebe und auch eure Bestimmung zu empfangen. Die Stärke, das Äußere zu überwinden, das heißt eure Ängste, das Ego, das euch begrenzt, und mutig zu sein, zu leben, was im Herzen gegeben ist. Und das bedeutet auch, dass ihr mehr lernt, in euch hineinzuhören, mit euch selbst zu sein. Alleine zu sein bedeutet nicht, einsam zu sein. In dem Alleinsein lernt ihr Gott kennen. Und wer einmal die tiefe Liebe in Gott in sich erkannt hat, der spürt die Liebe zu sich selbst, der spürt die Kraft und erkennt auch den Wert des Alleinseins. Daher sucht auch das Alleinsein. Doch im Alleinsein sucht die Liebe. Das, was euch beglückt, was euch Freude bereitet und was euch stärkt, lebt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann fragt, bittet darum. Eure Intuition wird euch dorthin führen. Und ihr werdet inspiriert. Ihr seht, ihr geht einer Zeit entgegen, die wichtig ist. Wie ich euch bereits in anderen Botschaften schon mitgeteilt habe, werden verschiedene Herausforderungen an euch herangetragen. Und das ist vor allem wirtschaftlich. Ihr werdet auch dort den Weg finden und die Gemeinschaften der Menschen sind erwünscht. Gemeinschaften im Sinne, dass ihr euch verbindet, euch gegenseitig unterstützt und mit großem Herzen lebt, Menschen an der Hand nehmt. Und das wird euch das Herz sagen, die Liebe wird zu euch sprechen. Ihr seid jetzt schon länger in einer Vorbereitungszeit und sie geht noch weiter. Folgt diesem Weg. Ich werde weiter zu euch sprechen und euch anleiten, aber ich sage euch auch, habt keine Angst. Folgt niemals der Angst. Folgt der Liebe und sorgt dafür, dass die Liebe die führende Kraft in eurem Leben ist, und lasst euch nicht durch die äußeren Stimmen beirren. Gott ist die wahre Kraft in euch und aus ihr kommt alles, das ihr braucht. Verlangt nach dieser inneren Kraft, wendet euch Gott zu, denn Gott ist die geistige Kraft in euch, die Kraft der Gegenwart, und sie ist immer da. Ich komme mit diesem Segen zu euch. Ich komme in Freude und bringe euch Frieden und Heilung.
Ich bin Raphael. Segen kommt über euch alle. Nun verweilt noch einen Moment in der Stille und spürt. Da ist Liebe und Licht mitten im Inneren. Und dieses Licht ist das Licht der Ewigkeit. Das ist das Licht der Seele. Gott, ich bin, so sei es.